Beim Sportwetten die Einsätze aufteilen, diese Tipps und Tricks erfährst du in diesem Video mit einem Fallbeispiel. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, deiner größten deutschsprachigen Bildungsplattform für professionelles Sportwetten. Und heute habe ich etwas für dich vorbereitet, wo ich dir zeigen möchte, wie du bei diesen Spielen hier den Einsatz dann korrekt aufteilen kannst, um eben immer die gleiche Auszahlung zu erhalten. Ausgangslage hier sind einmal diese vier Wettsituationen, und wenn du diese Quoten jetzt einmal recherchieren anfängst, dann wirst du eben erkennen, dass diese Quoten, die was du hier siehst, alle sehr hoch sind und eben hier über der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit liegen. Und in diesem Video geht es jetzt da in erster Linie mal darum, dass ich dir zeigen möchte, wie es eben möglich ist, wenn ich jetzt ein gewisses Budget zur Verfügung habe, dass ich eben hier durch diese unterschiedlichen Quoten, was du hier siehst, hier versuchen möchte, das so mathematisch aufzuteilen, meinen Einsatz, dass in jedes Mal, wenn ein Spiel richtig ist, ich die gleiche Auszahlung erhalte. Und von unserem logischen Grundverständnis her müssen wir, wenn jetzt hier die Quote 3,17, das ist jetzt die höchste von diesen vier Quoten, müssen wir weniger von unserem Geld setzen als bei der Quote 1,95, was die niedrigste Quote ist, um die gleiche Auszahlung zu erhalten. Und dafür habe ich ein eigenes Excel-Sheet vorbereitet, damit du eben das noch besser siehst. Und ich springe mit dir jetzt einfach einmal rüber ins Excel. So, ich bin jetzt da hier herum im Excel und du siehst auch hier schon, ich habe das Ganze vorbereitet. Ich habe hier die ganzen Spiele und auch die ganzen Begegnungen und das Datum und die Quoten eingetragen. Und ich habe halt mit diesem Tool hier die Möglichkeit, dass ich das Ganze, sobald ich das hier eingetragen habe, dass ich hier auch mit und ohne Wettsteuer das Ganze dann gestalten kann. Ich stelle jetzt einmal hier um auf Wettsteuer Nein. Und hier unten zum Beispiel siehst du, dass ich einen Gesamteinsatz zum Beispiel hier definiert habe von 100 Euro. Und dieses Tool geht jetzt daher, anhand von diesen Quoten, die was du hier siehst, passiert im ersten Schritt einmal eines, dass eben hier sogenannte Anteile vergeben werden. Das heißt, eine Gewichtung hergestellt wird, dass ich eben hier, das ist hier, die höchste Quote erhält einen Anteil und die niedrigste Quote, da siehst du hier 1,62 Anteile. Das heißt, mathematisch gesehen muss ich hier das 1,62-fache vom Einsatz her spielen im Verhältnis zur Quote 3,17, wo ich nur das Einfache spielen muss, um eben die gleiche Auszahlung zu erhalten. Und das mache ich eben jetzt da hier mit allen vier Konstellationen. Wir werden uns das gleich anschauen, damit du das eben besser verstehst. Auf jeden Fall sagt hier eben dieses Programm, wenn ich jetzt die 100 Euro hernehme und ich würde die jetzt mathematisch so aufteilen, dass ich eben hier bei der Quote 3,17 von diesen 100 Euro 19,49 Euro bespiele, bei der Quote 2,89 21,38 Euro bespiele, bei der Quote 1,95 die 31,68 bespiele, bei der Quote 2,25 27,46 Euro bespiele. Das heißt, wenn wir diese vier Werte hier addieren, erhalten wir den Gesamteinsatz von 100 Euro. Und jetzt siehst du hier im Status zuerst die Situation, dass die Spiele alle offen sind. Nehmen wir mal an, das erste Spiel ist hier gewonnen. Dann erhalten wir als Auszahlung, wenn wir jetzt die 1949 mal die 3,17 multiplizieren, erhalten wir hier den Wert 61,78 Euro. Und du wirst jetzt gleich sehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die zweite Wette auch auf gewonnen stelle, wenn wir 21,38 mal 2,89 multiplizieren, erhalten wir auch 61,78 Euro ausbezahlt. Dasselbe ist auch hier, wenn wir die 31,68, wenn das gewonnen ist, und die 31,68 mal die 1,95 multiplizieren, erhalten wir auch 61,78 ausbezahlt.
Und eben auch beim letzten ist das der Fall. Das heißt, auch hier, wenn wir 27, 46 mal 2, 25 multiplizieren, bekommen wir auch 61,78 Euro ausbezahlt. Und du siehst eben jetzt hier unten, wenn jetzt alle Spiele richtig wären, dann haben wir hier eine Gesamtauszahlung von 247,11 Euro und einen Gewinn von 147,11 Euro als Reingewinn. Nehmen wir mal an, zum Beispiel hier, das ist verloren, dann siehst du hier unten auch schon, er rechnet das sofort neu aus. Das heißt, jetzt haben wir hier das letzte verloren. In dem Fall haben wir in Summe dreimal diese 61,78 ausbezahlt bekommen. Das sind 185,33 Euro und sind hier immer noch 85 Euro gesamt gesehen im Plus. Nehmen wir mal an, dass zum Beispiel nur die ersten zwei richtig sind und die anderen verloren sind. Dann siehst du hier, dass wir zweimal diese 61,78 gewinnen und ebenso hier 23,55 reinen Gewinn haben. Natürlich, wenn es da zum Beispiel das noch verloren ist und nur eines gewonnen ist, dann werden wir hier ein Minus erleiden, weil wir bekommen dann nur 61,78 Euro eben hier ausbezahlt, wenn nur eines richtig ist. Und wir sind hier mit 100 Euro gesamt investiert gewesen, das heißt, wir haben hier einen Verlust von 38,22. Wenn natürlich alle falsch sind, ja, dann sind die 100 Euro verloren. Und was ich natürlich jetzt da hier mit diesem Tool machen kann, ist, dass ich zum Beispiel auch hergehen sagen kann, ich stelle es jetzt einmal um auf offen, es kann zum Beispiel sein, dass du eben die Wettsteuer in Deutschland zu schlagen hast, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, hier oben ist eingestellt 5,3% Wettsteuer und jetzt sagen wir mal zum Beispiel bei diesem Buchmacher hast du Wettsteuer, beim anderen Buchmacher hast du keine Wettsteuer, dann haben wir hier zum Beispiel wieder Wettsteuer, dann haben wir hier zum Beispiel auch eine Wettsteuer. Dann siehst du, dass das hier alles berücksichtigt wird. Das heißt, es wird hier jetzt da diese 100 Euro, werden es da wieder mathematisch korrekt aufgeteilt, auch wenn ich die Wettsteuer habe. Das heißt, ich muss halt dann diese Einsätze hier erbringen. Und wenn ich eben jetzt da hier auf gewonnen gehe, wirst du sehen, dass wir immer 59,17 Euro als Auszahlung eben hier erhalten werden pro Schein. Und das kann ich eben hier jetzt da bis zu 20 Wetten in dieser Form dann machen, wenn ich das jetzt da möchte. Und da hast du natürlich auch viel Spielraum, was man hier alles anstellen kann. Kann natürlich das auch mit sehr hohen Quoten zum Beispiel machen. Können wir mal dieses Beispiel hernehmen, welche Strategie auch immer du anwenden möchtest. Ich nehme jetzt einmal hierher als Beispiel, machen wir das einmal wieder auf offen. Alle. So, jetzt haben wir da mal den Umstand. Und nehmen wir mal an, du würdest hier immer auf, du würdest zum Beispiel immer auf irgendein Resultat setzen, ja, zum Beispiel 0-0 oder 1-0 oder 2-0 oder 2-1 oder was auch immer du halt gern hättest. Man kann das natürlich dann auch so machen, dass ich zum Beispiel zwei Spiele habe und ich dann zum Beispiel bei diesen zwei Spielen drei verschiedene Ergebnisse habe. Das kann ich auch machen. Ich kann zum Beispiel eben hierher gehen und sagen, okay, beim ersten sage ich, das geht jetzt da 0-0 aus, da ist zum Beispiel keine Ahnung, die Quote 12. Dann nehmen wir mal an, ich würde bei diesem Spiel bleiben und sage, ich habe jetzt da hier bei jedem Spiel zum Beispiel drei verschiedene Ergebnisse. Ja, das heißt, ich kann dann zum Beispiel sagen, ich habe hier 1-0, dann habe ich hier das 0-1, da sage ich zum Beispiel, es geht 2-0 aus, da sage ich, es geht 0-2 aus, da sage ich, es geht 2-1 aus. Und dann habe ich natürlich hier unterschiedliche Quoten, zum Beispiel hier 8, hier zum Beispiel auch 12, hier beim 2-0 zum Beispiel 18, dann haben wir hier vielleicht 25 und das 2-1 hat zum Beispiel die Quote 17 oder so, ja? Von diesen Spielen müsste ich jetzt nachschauen. Ich soll ja eigentlich nur euch veranschaulichen, was eben hier jetzt passiert. Ich stelle jetzt da bei allen einmal ein, dass eben hier wir wieder in Summe 100 Euro aufteilen wollen. Das heißt, wenn jetzt da ich hier, logischerweise kann ich dann nur eines von denen hier treffen. Und hier kann ich auch maximal nur eines von diesen hier treffen, wenn ich das so mache. Aber du siehst auch hier, dass jetzt anhand von diesen Quoten wiederum hier die Einsätze dann so aufgeteilt werden, dass ich sage, zum Beispiel nehmen wir mal an, dass das hier ist verloren, na, und das hier ist gewonnen, nehmen wir das nur an, dann siehst du eben hier, dass die Auszahlung 224,19 ist,
So, haben wir das wieder auf verloren. Und da nehmen wir an, dass das wieder gewonnen ist. Dann wirst du auch sehen, dass wir hier 224,19 als solches haben werden. Und wenn ich eben jetzt bei beiden Spielen treffen würde, dann siehst du eben, dass ich hier 448,38 bekomme. Und die Idee von diesem Tool ist, dass es egal ist, welches von diesen Ergebnissen kommt, ich hier immer den gleichen Auszahlungsbetrag bekomme. Ob das jetzt 0-1 ausgeht, 1-0 ausgeht, 0-0 ausgeht, zum Beispiel bei diesem Spiel, ist eigentlich irrelevant. Hauptsache es kommt, ja. Wenn eben beide kommen, dann wirst du hier auch immer die gleiche Auszahlung erhalten. Das kann natürlich dann auch so sein, dass du eben hier viele verschiedene Spiele hast, unterschiedliche Spiele hast, ja, das heißt, oder noch mehr Ergebnisse hast. Ich könnte jetzt zum Beispiel, machen wir das noch einmal, erweitern wir das Ganze noch einmal. Ich habe jetzt zum Beispiel hier diese 6 Ergebnisse und dann, gehen wir nochmal zurück, tun wir das einmal ein bisschen runterkopieren. Das könnte man zum Beispiel auch sagen, dass man eben hier von diesen zwei Spielen jeweils diese 6 Ergebnisse haben. Und nehmen wir mal an, wir spielen das jetzt bei beiden gleich. Nehmen wir mal an, dass die Quoten bei beiden jetzt gleich wäre für die jeweilige Ausgangssituation. Das kannst du natürlich dann selber ganz individuell gestalten. Und du siehst halt hier wiederum, dass das Ganze eben sich jetzt da hier anpasst. Das machen wir mal hier auf offen. Die machen wir jetzt auch alle auf offen. Ich soll ja eigentlich nur das hier mal veranschaulichen. Also im ersten Schritt hätten wir jetzt da hier 2 Spiele und 6 verschiedene Ergebnisse zu diesen 2 Spielen und eben hier die Quoten. Und dann siehst du eben hier, dass diese 100 Euro jetzt da auf alle 12 Ausgänge, die was es hier gibt, eben jetzt da bei 2 verschiedenen Spielen mathematisch korrekt aufgeteilt werden. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, das geht jetzt da zum Beispiel 0,2 aus, nehmen wir mal an, das trifft hier und nehmen wir mal an, dass eben das hier unten trifft, dann siehst du eben hier, dass wir immer diese 112,10 € zurückbekommen. Sobald ich einen Treffer habe zum Beispiel, so wie hier, machen wir mal offen, dann siehst du schon, dass ich mit diesen Quoten, vorausgesetzt, ja, dass ich hier 12,10 € jetzt da zum Beispiel im Plus wäre, wenn ich jetzt da hier 6 Resultate habe und hier 6 Resultate habe. Wir können das natürlich auch noch genauer gestalten, indem wir zum Beispiel eben jetzt da nachschauen, wie die Quoten ganz korrekt sind. Ja. Aber du siehst schon, es geht hier um das Prinzip, dass das egal ist, ob jetzt da das Spiel zum Beispiel 1-0 ausgeht, wenn wir auch diese 112,10 € bekommen. Das heißt, wir sind hier auch 12,10 € im Plus. Und das kann ich eben hier jetzt da ja, mit vielen verschiedenen Varianten anstellen. Ich könnte zum Beispiel sagen, auf der einen Seite, das Spiel geht zum Beispiel 0-0 aus, dann sage ich hier zum Beispiel, das geht Sieg 1 aus. Da ist jetzt da zum Beispiel die Quote 2 als Beispiel, nur müsst ihr jetzt nachschauen, wie es genau ist. Es geht ja nur um das Prinzip. Jetzt haben wir da zum Beispiel Siegtipp 2, zum Beispiel Quote 3,5. Ja, dann könnte man zum Beispiel sagen, bei denen möchte ich jetzt noch dabei haben, dass zum Beispiel das tun wir weg, so, tun wir da andere Spiel rein, zum Beispiel Hull gegen Fulham, da möchte ich jetzt zum Beispiel sagen, hier habe ich 3 Auswahlkriterien getroffen, da habe ich zum Beispiel gesagt, das Spiel geht hier 1-1 aus, ist zum Beispiel die Quote 6. Dann sage ich hier zum Beispiel Siegtipp 1, ist die Quote zum Beispiel 1,95. Und wenn das ganze Spiel hier, nehmen wir mal an, 2-0 ausgeht, oder machen wir 0-2, dass wir auf der anderen Seite auch was haben, da haben wir vielleicht die Quote 30 oder so. Dann haben wir hier Blackpool, haben wir auch wieder 3 Möglichkeiten, da lasse ich zum Beispiel diese Ergebnisse und dann habe ich noch hier zum Beispiel Huddersfield gegen Sheffield, da sage ich jetzt zum Beispiel, das Ganze geht zum Beispiel Sieg 2 aus, die Quote ist da 2,89. Dann habe ich hier
irgendein anderes Spiel noch, zum Beispiel, was habe ich da noch so im Talon? Zum Beispiel habe ich hier Crystal Palace gegen Hartlepool. Hartlepool, da haben wir für zum Beispiel Doppelchance X oder 2, haben wir die Quote 7,5. Und dann habe ich hier noch zum Beispiel Slavia Prag. Slavia Prag gegen Karvina. Auch die Doppelchance X2 und habe die Quote 8. Dann siehst du eben hier, dass er jetzt anhand von diesen ganzen Eingaben, die was du hier getätigt hast, dass er eben jetzt hier wieder diese 100 Euro mathematisch korrekt aufteilt. Du siehst auch hier, die niedrigste Quote ist hier 1,95 und die höchste Quote ist hier 30. Ja? Das heißt, ich muss natürlich von der Logik her hier ein Vielfaches mehr setzen als mit der Quote 30, um dieselbe Auszahlung zu erhalten. Und jetzt wird es halt spannend. Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir mal an, Allianza geht das Spiel jetzt da zum Beispiel Siegtipp 1 aus. Das heißt, dann hat diese Wette zum Beispiel verloren, diese Wette hat gewonnen. Dann siehst du, hast mal mit dem ersten einen Treffer 40,36 Euro hier gewinnen. Das heißt, die hat dann logischerweise verloren, wenn das hier Siegtipp 1 ausgeht. Dann könnten wir zum Beispiel simulieren, jetzt dann nehmen wir mal an, das Spiel geht 1-1 aus bei dem Spiel, dann kann man sagen, wieder gewonnen. Und siehst auch, dass ich hier wieder diese 40,36 Euro bekomme. Ja. Das heißt, jetzt sind wir mit zwei Treffern immer noch im Minus. Ja, das heißt, das ist noch zu wenig. Das heißt, da haben wir logischerweise dann verloren. Da haben wir verloren. Jetzt haben wir hier das nächste Spiel, Blackpool zum Beispiel. Nehmen wir mal an, die haben wir alle verloren. Ja. Das heißt, hier haben wir keinen Treffer gehabt. Und dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir mal an, Sheffield war richtig, dass wir hier wieder auf gewonnen umstellen. Dann haben wir auch wieder den Reingewinn von 40,36. Jetzt sind wir zum Beispiel schon hier gesamt gesehen im Plus. Jetzt nehmen wir mal an, dass zum Beispiel hier diese Wette auch noch richtig wäre. Dann siehst du auch, dass ich hier Reingewinn, also als Auszahlung 40,36 habe. Und nehmen wir mal an, die wäre jetzt auch noch richtig, also für die Simulation. Dann siehst du eben hier, dass ich in Summe 201,78 Euro eben hier ausbezahlt bekommen. Ja, und das kann ich eben hier bis zu 20 verschiedenen Wetten hier so aufbauen. Dann kann ich hier auch die Wettsteuer einschalten, ausschalten, wie ich das halt gerade machen möchte. Ja, wenn du dieses Sheet, dieses Excel-Sheet haben möchtest, was du hier gerade gesehen hast, dann wirst du das im Aufbaukurs finden von der Sports Betting Academy. Dort lernst du auch noch viele andere Sachen im Zusammenhang. Wie findest du Value-Quoten? Was ist das überhaupt? Wie kann ich hier professionelle Buchführung machen? Unter anderem auch dieses Excel-Dokument, was du jetzt gerade gesehen hast. Und ich entwickle eben diese Sheets und diese Berechnungen anhand von unseren Teilnehmern, die was eben an mich herantreten und sagen, könntest du eben hier das für mich so machen? Und wenn du zum Beispiel auch andere Ideen hast oder Vorschläge hast, was du vielleicht noch brauchen könntest, kannst du das natürlich dann auch mir gerne per E-Mail schreiben. Das heißt, meine Mission ist das eben, dass du die bestmöglichste Ausbildung bekommst im Zusammenhang mit dem Thema des Sportwettens und dass du eben hier alle erdenklichen Möglichkeiten kennenlernst. Und im Aufbaukurs zum Beispiel lernst du halt schon sehr tiefgründig, auch wie ich zum Beispiel solche Quoten auch absichern könnte auf Wettbörsen oder wenn ich Kombinationswetten spiele, wie ich die wiederum absichern kann und so weiter. Und eben dieses eine Excel-Sheet, was du jetzt in diesem Video gesehen hast, wirst du eben auch im Aufbaukurs finden. Ich wünsche dir hier weiterhin viel Erfolg, alles Gute und bis zum nächsten Video.